Liebe Community, willkommen zur nächsten Folge Dead by Daylight. Ja, in dieser Folge werden wir mal den Psychopathen übernehmen und werden unsere Gäste bitten, sich dem Haken zu nähern. Es ist meine erste Runde als Killer, mal gucken, wie das läuft. Ich habe gerade nachgeguckt, gegen die Leute, die wir spielen, sind eigentlich als Flüchtlinge, hätte ich beinahe gesagt, das darf man ja gar nicht sagen, sehr erfahren. Dementsprechend sehe ich die Runde als Übungsrunde sehr gelassen. Gehen muss ich kurz meine Maus-Tastatur mal anders hinlegen. Und dann wollen wir doch mal gucken. Ah, komm auf der Schlachtbank, meine Freunde. Na, rennen brauche ich nicht drücken, der rennt schon von allein. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Willst du denn hin? Ich hab hier einen Haken für dich. Komm her, du. Wo ist mein Schmeckerli? Wo ist er hin? Nein. Wo ist er hin? Alter. Lass mich hinkommen, oh nein. Hier war auch schon einer dran, wa? Wollen wir doch mal gucken. Wo die lieben Leute hin. Ich hab hier ein Messerchen. Wir werden erstmal gucken, ob wir eine höhere Position finden. Der läuft. Wir sind auf Fußspuren, die mir aber nur bedingt angezeigt werden. Ich denke mal, die gehen zu dem da hinten. Der Generator ist sogar, der läuft. Dann gucken wir doch mal. Da haben wir doch einen. Hallo! Komm her, du! Komm her, mein schmackofatziges Häppchen, du! Da hinten kommst du her? Ich will ja nicht irre führen. Alter, das gibt's nicht. Da hinten rennt er. Beschäftige mich auf gut Deutsch gesagt so sehr eigentlich mit einem. Alter. Bleib doch mal stehen. Ah, Mann. Na, die werden mir gleich entkommen können. Das Ganze. Ach, komm her, du. Ah, ne, kicken. Ah, nein, komm. Komm her. Naja. Winde dich. Ja, winde dich. Ach, Mann. Da vorne haben wir doch den Haken. Na komm, na komm. Ja, wunderbar. Den haben wir doch. Und platzieren wir doch mal hier noch eine kleine Falle hin.
für den lieben Johnny. Ja. Die in der Nähe ist auch so ein Teil hochgegangen. Na, will die andere freien? Ich glaube nicht. Ah, nein, der Ausgang. Ich muss sofort nach da hinten. Aber immerhin, der Johnny überlebt es nicht. Das ist schon mal etwas. Na, die zwei sind der Schmein kommen. Johnny ist noch hier drin, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Naja, kleiner Triumph, wir haben immerhin ein Opfer geholt. Ja, wie gesagt, meine erste Runde, sie sind alle viel erfahrener als ich. Aber naja. Da machst du nix. Nein, wir, warte mal. Weil ich den Kick liebe. Das habe ich, glaube ich. Ja, das ist schon. Ausschaltung, wir switchen mal die Rolle. Und spielen nochmal in der zweiten Runde einen der entkommen muss. Ich finde, das ist eine gute Idee. Eine Runde Killer, eine Runde entkommen. Warum nicht? Was haben wir denn für Genossen dabei? Level 3, Level 1 und wir sind ja auch gerade mal Level 1. Ist ja nicht das Problem. Aber wer sich an unsere erste Folge erinnert, die erste Runde nicht so gut, die zweite Runde formidabel abgeschlossen. Und dementsprechend sehe ich diese Runde auch etwas gelassen entgegen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ich besser machen muss, worauf ich achten soll. Ich bin nicht so der erfahrene Spieler, ich kam gerade irgendwie nicht auf die Maus klar. Zumindest bei dem Umrunden der Bäume. Da merkt man, dass ich eigentlich eher mit dem Controller spiele, beziehungsweise auf der Playstation aktiv bin. Aber naja. Machst du nix. Sonst ein FPS. Naja. Mal sehen, welche Karte. Ich glaube, es sind 5 Karten im Game drin, die alle random aufgebaut sind. Aber bis jetzt halt nur 2. Und damit die dritte. Schrottplatz. Autohafen. Dann wollen wir doch gleich mit den Generatoren suchen. Hoffen wir, dass wir nicht. Oh nein. Er spielt den Geist. Oh Gott. Alter. Das Fiese ist, ich weiß nicht, ob ich mich da. Ob ich mich davon wegbewege oder nicht. Der lootet da erstmal. Na komm, Junker. So, den haben wir an. Kannst ja eigentlich weitergehen. Davon müsste eigentlich wahrscheinlich dann der nächste sein, irgendwo. Kann das sein? Ah, mach halt Lärm. Ja, Tatsache.
Ich dachte, sie werden herunterziehen. Aha. Leertaste. Komm, ich helfe dir mal. Das Fiese ist, der Geist sieht man ja, wie gesagt, nicht. Das ist ja logisch. Ja, okay, jetzt bin ich weg. Oh, Currendo ist schon in seine Fängen geraten. Aber der Wolf ist geschnappt. Und der liegt am Boden, der arme Wolf. Den habe ich. Mein Freund, den habe ich hier. Na komm, ich mache jetzt noch den hier. Dann brauchen wir aber immer noch zwei. Ah, das ging auf meine Kappe, so eine Kacke. Und der Wolf hängt am Haken. Warte, diese Anspannung. Ah, die Glocke macht mich gerade total fertig. Weg, 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 weg. Vielleicht die beknackte Glocke kommt. Ein Zombie hängt am Glockenturm. Der hier wurde noch gar nicht gemacht. Na, der Wolf hat es jetzt erwischt. Ne, der Wolf ist wieder frei. Schöne Sache, Leute. Alter, wie meine Hand total zittert. Schön. Und der Wolf hängt wieder am Haken. Das war's aber jetzt wahrscheinlich für ihn. Nein. Na komm, geh an. Geh an jetzt. Schön. Nimm noch einen. Ah, da hinten. Der hier läuft schon. Wahrscheinlich der, den an dem Wolf war. Das ist wahrscheinlich der letzte. Na, und so ist es auch. Na komm, geh auf, bitte. Oh mein Gott. Gut, wir haben eigentlich die Kameraden zurückgelassen, aber
Wir sind nicht hier, um uns Freunde zu machen. Uhaha. Kranker Scheiß, ey. Na, wie viele Blutpunkte haben wir gemacht? 16.000. Fortschritt verfügbar. Was können wir uns denn gönnen? Was holen wir uns denn? Taschenlampe. Ach, die. Kann ich jetzt holen? Okay. Den habe ich schon. Fuchsschwanz-Duftkissen. Was? Gewährt 25% Bonus Blutpunkte in der Überlebenskategorie. Personengebunden. Ach so. Gripzange. Eine Schraubenschlüssel mit einem robusten Griff und verzichtbar in jedem Werkzeugkiste. Erhöht leicht die Erfolgszone im Bereich Reparaturen. Ah, das nehme ich mit. Und dann nehmen wir auch noch die Fuchsschwanzkiste, Fuchsschwanzkissen mit. Mein Gott. Haben wir so noch andere Sachen? Können wir uns hier auch Klamotten gönnen? Oder müssen wir die hier random aufgesetzt ziehen? Was nehmen wir denn? Kann ich das denn nicht ausrüsten? Null ausgewählt, ja. Und warum? Warum kann ich das denn nicht auswählen? Nehmen wir das da rein. Das ist schon drin, aber ich kann die Handschuhe nicht auswählen. Item. Ah, das sind Add-ons. Ich weiß nicht, was das Item war. Das heißt, ich brauche die Taschenlampe. Geh ich mal davon aus. Gummihandschuhe, Bandagen. Ein Pack Bandagen normalerweise im Erste-Hilfe-Kasten zu finden. Fügt 8 Einheiten. Ah! Was? Niederbild? Schaltet man sich in deinen Aura, diese Fähigkeit freut die Aura von Bären von werden für dich sichtbar. Ah, geil! Nehmen wir uns erstmal die Bandagen. Also, wie gesagt, so. Das ist ausgerüstet, das ist da drinne. Taschenlampe rein. Die kann ich zwar immer noch nicht ausrüsten, aber naja. Naja, sei es so. Dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zur nächsten Ausgabe. Bye!